Bemessung von Verankerungen im Beton, wie erfolgen sie, was sind die Grundlagen, das wollen wir uns jetzt anschauen, bleibt dran. Hallo, mein Name ist Wolfgang Schulz, bin Bauingenieur und technischer Trainer bei den Fischerwerken. Bemessung von Verankerungen in Beton, Befestigung von sicherheitsrelevanten Lasten. Wir wollen uns anschauen, wie es funktioniert, und zum Schluss kommt noch ein guter Tipp, also bleibt dran bis zum Schluss. Die Bemessung von Verankerungen im Beton wird geregelt im Eurocode 2 Teil 4. Der wurde letztes Jahr eingeführt. Wer genauere Informationen dazu haben möchte, kann sich gerne ein Online-Seminar bei uns im Kanal anschauen. Die Bemessung generell richtet sich zunächst nach dem, dass die Lasten bemessen werden müssen vom Ingenieur. Welche Lasten treten auf im Vergleich zu dem, was kann der Dübel halten, die Widerstände. Das heißt, der erste Schritt ist ganz klar die Berechnung der Lasten auf der Ingenieurseite. Der zweite Schritt ist dann die Berechnung des Widerstandes, aufgeteilt in Zuglasten, Querlasten und eine Überlagerung der Lasten. Die Zuglast wird ermittelt über die einzelnen Schadensmöglichkeiten. Das ist einmal der Betonausbruch, das ist zum anderen das Stahlversagen und dann aber auch das Herausziehen des Dübels aus dem Untergrund. Die Querlast wiederum wird ermittelt ebenfalls über die einzelnen Versagensarten. Da haben wir das Abscheren des Stahls, also auch Stahlversagen, oder den rückseitigen Betonausbruch, auch Pry-out genannt. Die Überlagerung dessen wird dann insgesamt gegenübergestellt zu den Lasten, und ganz klar müssen die Widerstände immer größer oder im Grenzfall gleich groß sein wie die auftretenden Lasten. Damit ihr das Ganze nicht von Hand berechnen müsst, bieten wir euch die Software Fixperience an, die ihr auf unserer Website downloaden könnt. Nach Installation öffnet sich eine Suite mit mehreren Programmen. Dabei ist das erste Programm, das CFix, das Programm, wo dann die Lasten eingegeben werden und entsprechend der eingegebenen Lasten dann die Antwort in Form von verschiedenen Ankern kommt, die man wählen kann. Das Programm gibt aus, wie weit der Anker beansprucht ist, in die drei Richtungen Zugbeanspruchung, Querbeanspruchung und Überlagerung, und auch welcher Anker geeignet ist. In der Software selber gibt es viele Möglichkeiten, Details auszuwählen, wie zum Beispiel Abstandsmontage oder auch Untergrund, Beton, Mauerwerk. Das neue Wasserhaushaltsgesetz ist inbegriffen, seismische Lasten, dynamische Lasten. Da könnt ihr gern mal mit rumspielen und schauen, was kommt. Verschiedene Anbauteile, wie zum Beispiel Holz, weiche Anbauteile, müssen besonders in der Bemessung berücksichtigt werden. Da wollen wir dann in einem anderen Video drauf eingehen. Seid gespannt und schaut es euch an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und andere Videos anschauen zu verschiedenen Themen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.